Radio Z 95,8. Ihr seid immer noch bei den lokalen Leidenschaften hier an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Und wir sind mit der zweiten Band hier. Ich sage jetzt mal Band. Wir werden aber gleich aufklären, was eigentlich da los ist. Ihr habt gerade schon den ersten Track gehört. Dirty Car heißt der von Pedro Helsinki. Und ich lese das ab von meinem Buch, weil ich erinnere mich immer noch zurück an den wunderbaren Pablo, der in der Mutz gearbeitet hatte, der einen sehr tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und deshalb hätte ich fast gerade gesagt, wieder Pablo Helsinki. Zum Glück habe ich es mir mal in Großbuchstaben aufgeschrieben. Die Einladung zu der Zoom-Session, die ihr jetzt hier hört, wir zeichnen ja, wie ihr schon gehört habt, weiterhin per Zoom auch. Dafür gibt es das aber auch auf YouTube in voller Länge, ohne Unterbrechung, das Interview. Habe ich schon, glaube ich, die Einleitung heißt Pablo Helsinki. Und ich habe es, glaube ich, auch schon dreimal gesagt, während wir uns vorher besprochen haben. Hier sind aber Pedro Helsinki. Dirty Car heißt der Song. Einen wunderschönen guten Abend an Patrick und Peter. Guten Abend. Hallo, hallo. Und auch ihr, ich bin euch zu Dank verpflichtet, dass ihr so kurzfristig reagiert habt und uns diesen Platz, den die Shiny Gnomes frei gemacht haben oder frei haben machen müssen, besetzt habt. Pedro Helsinki, da war schon fast wieder, war schon wieder bei Paar. Pedro Helsinki sind schon etwas länger auf meinem Radar. Ich mache ja immer so eine Sendung Songs für einen Frühling, Winter, Herbst und Sommer, aber je nachdem, was da ist. Und da wollte ich eigentlich, euch eigentlich schon mal länger um einen Track beten, der da laufen kann. Das mache ich jetzt live hier. Und ich habe ja auch schon die Tracks, deshalb ist es wesentlich einfacher, dass ich am Montag endlich mal was von euch spielen kann. Seit wann gibt es Pedro Helsinki? Also so in der Form, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Wir sind ganz enge alte Freunde. Oh. Und alte Musikkollegen. Und alte Musikkollegen. Tatsächlich haben wir uns über die Musik kennengelernt vor Dekaden. Genauer verifizieren möchte ich es jetzt nicht. haben über viele Jahre in ganz unterschiedlichen Formationen und ganz unterschiedlichen Richtungen gespielt, von Blues, Funk, Indie, da war so über die ganze Zeit immer irgendwas Unterschiedliches dabei, einfach auch so durch die Leute, mit denen wir da jeweils so Musik gemacht haben, und so vor zweieinhalb Jahren hat der Pete schon ein bisschen länger vorher mit so, der eigentlich ein ganz wunderbarer Stromgitarrenspieler ist, aber dann irgendwie mal die Gitarre beiseite gestellt und fing an Knöpfen zu drehen und auf Pads rumzudrücken. Und dann sind wir so vor zweieinhalb Jahren, haben wir uns einfach zu zweit mal eingesperrt und einfach drauf losgeballert. Und wir haben da unglaublich viel Spaß dran, uns gefällt es gut, uns tut's gut, wir haben einfach eine gute Zeit. Das ist auch unser Bandkonzept, wenn man mal so will. Und seitdem gibt es Pedro Helsinki. Tatsächlich war es erstmal, wie es ja, glaube ich, vielen Kollegen so geht, ein namenloses Kind, das man einfach so dem Spaß zum Fraß vorgeworfen hat. Und dann hatten wir unseren ersten Gig in der Weinerei so vor ungefähr, also kurz bevor Corona losging. Ich glaube tatsächlich zwei Wochen vorher, bevor alles dann irgendwie das erste Mal komplett dicht gemacht worden ist. Und da war dann so die Geschichte, Mensch, wir brauchen einen Namen. Und plötzlich stand dieses Pedro Helsinki im Raum. Ein alter Freund und Musikkollege von uns, der sagt zum Peter aka Pete, auch gern immer schon Pedro, was toll ist. Und dann war dieses Helsinki irgendwie noch im Raum und wir haben so in 3 Sekunden die Köpfe zusammengesteckt und gemerkt, es klingt irgendwie gut. Man könnte jetzt natürlich noch mit so einer Azi-Fazi-Herleitung kommen und sagen, okay, vom Konzept Pedro, das ist so südlich, das ist warm, das ist so organisch. Helsinki klingt natürlich automatisch eher so ein bisschen kühl. Das wäre dann so das elektronische Element. Also wir könnten auch
Wir könnten auch drüber philosophieren. Wir könnten auch drüber philosophieren, aber es klingt halt geil. Finden wir. Es wird auch schwieriger, je mehr Bier im Spiel ist, zu philosophieren. Oder einfacher, glaube ich. Ja. Der Output ist nicht so interessant. Ich hab letztens auch gehört, da hat ein Witz von einer Tochter von einem Kollegen, wie heißt es, wenn in Finnland die Sonne untergeht? Ah, okay. Helsinki. Mhm. Fand ich dann auch schön und passend. Das ist das Niveau, das wir hier bei den lokalen Leidenschaften eigentlich nicht gewohnt sind. Also wir hätten jetzt tatsächlich über Philosophie weiter gerne diskutiert, außer und nicht so flache Witze gemacht, aber hey. Ja, aber das siehst du wieder, das ist halt Pedro, ne? Und Helsinki. Genau, ja. Also es geht immer um die zwei Pole, weißt du? Ying und Yang. Ying und Yang. Und letztlich ist unser Konzept, die Balance zwischen diesen beiden Polen immer zu finden. Und das ist euch eigentlich ganz gut gelungen. So. Zumindest danke. Die Sachen, die ich bisher gehört habe, haben unheimlich viel Spaß gemacht. Ihr habt auch ein über 12-minütiges Stück, 12 Minuten 43 mir zugeschickt. Ich bin ja ein Fan. Ich habe ja mal eine Spezialsendung gemacht mit nur langen Songs. Und ich bin ein großer Fan davon. Und was mir bei dem Song sehr gefallen hat, den wir wirklich erst am Ende hören, weil wir den so lange laufen lassen, obwohl, wenn ich jetzt sehe, wie viel Spaß wir beim Sprechen haben, wenn wir nicht sehr viel von diesem Song hören. Dass dieser Spannungsbogen, der da drin ist, unheimlich viel Spaß macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das live auch ganz gut läuft. Pedro Helsinki sind ein Zwei-Mann-DJ. Das heißt, verschmelzt ihr beiden dann zusammen zu einer Person während diesen Songs, um mal wieder philosophisch zu werden? Manchmal. Und manchmal auch gar nicht. Also im Prinzip ist es so, wie schon gesagt, wir machen schon echt lange Musik. Und wie wir angefangen haben, zusammen Musik zu machen, war das halt, du gehst in den Proberaum und bist vielleicht nur zu zweit gerade Gitarre und Schlagzeug und du spielst einfach. Und im Prinzip das übertragen wir jetzt halt mit Elektrozeug. Also wir gehen rein, wir schalten an und wir spielen einfach. Und meistens ergänzen wir uns. Ja. Also tatsächlich ist es so, das können wir, glaube ich, durchaus auch wieder philosophisch werden. Es geht schon glücklicherweise, und da bin ich auch, oder ich glaube, da kann ich für den Pete auch mitsprechen, sehr dankbar dafür, dass wir es eigentlich schon immer und jetzt gerade vor allen Dingen zu zweit schaffen, so fast auf Knopfdruck in diesen Trance-Moment zu kommen. Also da ist nicht mehr viel Denken, da ist keine Überlegung, welcher Part kommt jetzt wie, sondern wir lassen es einfach laufen und sind auch in dem Flow und müssen uns im Grunde genommen auch gar nicht angucken, sondern es funktioniert auch. Deswegen, es ist schon, glaube ich, mutig, so ein 12-Minuten auch noch Instrumentalstück auf YouTube zu stellen. Aber das ist so ein sehr schönes, gelungenes Beispiel, wie wir eigentlich spielen, weil wir im Grunde genommen, also das ist auch nur so ein, selbst diese 12 Minuten sind nur ein Ausschnitt. Das war eine Session, die ging, glaube ich, eine Stunde am Stück. Also wir machen dann auch keine Pausen. Daher so dieser Gedanke, wir sind ein Zwei-Mann-DJ, weil wir laufen los und es läuft glücklicherweise so gut wie immer. Und auch in diesem 12-Minuten-Stück, diese Spannungsbögen, die da drin sind, es klingt zum Teil ja wirklich schon arrangiert, ist es aber nicht, sondern das ist wirklich im Moment so entstanden, eben auch mit diesen Spannungsbögen. Und wir haben das dann abgehört und haben tatsächlich selber auch so ein bisschen mit den Ohren geschlackert und waren so überzeugt davon, dass wir gesagt haben, das lohnt sich, da unsere Do-it-yourself-Videoschnippel-Nummer da einfach mal mit der Welt zu teilen. Jetzt, wo ihr diesen Vergleich auch habt zu elektronischer Rock, zu Rockmusik hin, zu diesem elektronischen, wie einfach ist es, in Flow zu kommen bei der elektronischen Musik, die ihr als Pedro Helsinki macht, und in den Flow zu kommen als Band in den anderen Projekten, die ihr gemacht habt? Ja, gibt keinen Unterschied, würde ich sagen. Ich glaube sogar, zu zweit kommen wir noch schneller. Ja.
Weil ja, ich meine jetzt, von der Musikrichtung her. Wie meinst du von der Musikrichtung? Also es ist ja, also dieser Trance-Zustand, der bei der elektronischen Musik, den ihr auch sofort erwähnt habt, ne? Also wir beide, das wäre ja der Einstieg in die Frage gewesen. Ja. Ist das zweite Mal, dass ihr mir eine Frage weggenommen habt, weil ihr schon fast gefühlt habt, was ich da fragen würde. Sorry. Aber dieser Trance-Zustand, der da kommt, wie vergleicht er sich mit dem Spielen in einer Band, die mit Bass, Schlagzeug, Gesang arbeitet? Ich glaube, es gibt da keinen Unterschied. Also ich merke da, es ist ja auch Bass, Schlagzeug, alles dabei, nur es kommt aus einer Maschine raus. Und, ja, und das Geile ist, ich kann einfach auch den Bass mal abstellen. Otsch. ich glaube, das kommt auf die Leute an. Das hat ganz viel mit den Leuten zu tun. Stimmt da die Chemie? Kann man sich da fallen lassen? Und dann läuft's, wenn man sich fallen lassen kann. Ja, oder es ist halt hakelig und du hast dann nicht den Flow im Raum, sondern die Egos. Und ich glaube, das ist was bei uns ziemlich gut funktioniert, dass wir da so völlig egofrei reingehen. Und dementsprechend können wir uns da, glaube ich, dem Moment so fast auf Knopfdruck hingeben. Und insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, ich mache das weniger vom Genre abhängig, als vielmehr von den Personen und von der Chemie. Vielleicht noch mit der kleinen Einschränkung jetzt von der Schlagzeugseite her. Die Anforderung ist jetzt elektronisch natürlich noch eine andere, weil wir natürlich, wenn ich nicht hype bin, ist halt scheiße. Ganz einfach. Ja. Ich meine, es ist interessant, dass gerade um diesen organischen Charakter dann hinzukriegen, da auch zu modulieren und vielleicht auch mal bewusst am Tempo ein bisschen zu ziehen oder auch zu schieben. Das ist wiederum dann so der Vorteil, mit den Maschinen zu spielen. Aber gleichzeitig kommt durch diese Maschinen, ist ja schon so eine gewisse straighte Monotonie auch wieder rumgegeben, auf die man sich dann auch wieder leichter draufsetzen kann. Jetzt von der Schlagzeugseite her. Ich persönlich habe das überhaupt noch nicht hinterfragt. Deshalb möchte ich da nochmal eine Anschlussfrage stellen. Es gibt ja in der Rockmusik eine feste Songstruktur. Das heißt, es gibt ein Korsett, das vorgegeben ist, das auch normalerweise nicht durchbrochen wird. Es gibt da diese Session-Musiker, die gerade bei den Großen immer mit touren. Wenn die auch nur eine falsche Note spielen, dann sind die raus aus dem Zirkus. Ne? Dann deshalb stelle ich mir das eigentlich vor, dass zumindest dieses Songkorsett, was euch so ein bisschen oder dieses auch diese, ja, diese vorgegebenen Noten euch in der Band eigentlich völlig anders in ein Korsett zwingen als die elektronische Musik, die ihr da macht, die wesentlich freier improvisiert hat. Stimmt das oder ist das völlig anders? Ich sehe schon, dass, also wir sind natürlich auch auf YouTube zu sehen damit und der eine schüttelt den Kopf, der andere nickt so halb. ja, das ist Yin und Yang. Ja. Nee, das ist, also im Prinzip in den Bands, wo wir zuvor gespielt haben, ist es ja auch so, dass wir die Songs relativ frei gestalten und frei halten. Also das liegt natürlich auch ein bisschen an uns, dass wir keinen Bock haben, irgendwas uns auswendig lernen zu müssen und uns merken zu müssen. Und das war in den Bands schon immer so, wenn wir spielen, dass wir die Songs relativ offen halten. Ja. Okay. Und dann eben auf Abruf irgendwo hingehen. Und jetzt ist es halt, ja, jetzt ist es halt noch offener eigentlich. Genau. Also wir haben Ideen, wir haben Loops, die laufen, wir haben Melodien, die da sind, aber was dazwischen kommt und danach kommt, das passiert einfach. Ja. Und auch weil du gerade sagst, so Session-Musiker, Fehler spielen, wir sind selber auch manchmal so verblüfft und können gar nicht mehr nachvollziehen, was ist wo eigentlich passiert. Das kann auch mal sowas wie ein vermeintlicher Fehler sein, aber dieser vermeintliche Fehler stößt im Grunde genommen die nächste Idee auch an.
Ja, okay, manchmal ist auch ein Ton schief und das geht irgendwie, funktioniert nicht so super aalglatt, aber das ist letztlich auch so der, ja, ich glaube, so ein bisschen Mut zum Risiko, den braucht man da schon. Und ja, da haben wir, glaube ich, auf der einen Seite genug Erfahrung, dadurch Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch genug Vertrauen ineinander, wo der eine auch weiß, wenn der andere jetzt mal gerade irgendwie für einen halben Takt ins Klo greift, der ist im nächsten Takt wieder da. Und vielleicht greift er nochmal ins Klo, um das sogar noch zu forcieren. Also ja, es gibt keine Vorwürfe. Also ja. Wir spielen einfach und wir wissen, was wir einander haben und wir schätzen uns. Und wenn jemand halt falsche Knöpfchen, falschen Beat, was auch immer, dann ist es halt so. Also Fehler passieren und sonst wäre es ja auch langweilig. Wir sind ja keine Maschinen. Du vielleicht nicht mehr, aber ich habe die Maschine. Ja. Ja. Es wird Zeit, da reinzuhören in die Maschine, die da heißt Pedro Helsinki, hier bei uns bei den lokalen Leidenschaften. Ein Song, den ihr uns geschickt habt, der heißt Blame. Den werden wir bei 5 Minuten 30 nach eurer Empfehlung ausfaden, damit wenigstens noch ein bisschen was hier sprechen können. Wie lang ist der normalerweise? 7 irgendwas. Er ist auch noch schlank eigentlich. Noch eine relativ schlanke Nummer hier bei Radio Z 95,8 in lokalen Leidenschaften. Pedro Helsinki, demnächst übrigens mit einem Video aufgenommen in der Musikzentrale. Darüber reden wir aber nach dem Song Blame hier bei Radio Z 95,8 in lokalen Leidenschaften. Radio Z 95,8, ihr hört die lokalen Leidenschaften. Blame von Pedro Helsinki hier bei uns im Studio. Und wenn ihr YouTube guckt, da seht ihr die Leute nicken, weil ich weiterhin Pedro Helsinki sage und nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, Pablo Helsinki. Liebe Grüße an den Pablo, mittlerweile in Berlin. Der macht ganz kleine, süße Nashörner mittlerweile. Ja. So. Okay. So kleine Stoffnashörnchen, total süß. Okay. Ja, und Mode, also auch andere Sachen. Aber ich glaube, damit okay. Hat er sich dann sein erstes Standbein dann verdient. Liebe Grüße nochmal. Er hat gesagt, also ihr kommt eigentlich aus der Rockmusik und dann bekommt man irgendwann mal so elektronische Kästchen da vorgestellt und dann plötzlich kommt da Musik raus und es macht einem total Spaß. Ich finde das ganz interessant, das sind so Sachen wie auch der Martin Gore zum Beispiel von Depeche Mode, die ja elektronisch angefangen haben, dann konnte er von der Gitarre nicht mehr loslassen und mittlerweile hat er eine der größten Sammlungen an synthetischen Musikinstrumenten, die es gibt. Und was macht die Faszination aus an diesen Geräten? Naja, irgendwann sagst du halt, du hast eine Band, mit der spielst du, hast aber Bock auch irgendwie eigenes Zeugs zu Hause zu machen. Und dann, also wie ich angefangen habe, elektronische Musik zu machen, dann halt erst mit dem Computer nur alleine, fängst halt an, die Sachen rein zu klicken. Du klickst jedes Hi-Hat über 8 Minuten. und irgendwann weißt du halt, okay, es gibt ja noch andere, also Maschinen dafür, mit denen kannst du mehr live spielen. Und das war dann aber auch relativ schnell der Punkt, dass ich sagen wollte, ich wollte diese Musik, die ich dir zu Hause auf meinem Computer baue, möchte ich irgendwie live machen und auch live spielen können und diesen Computer und diese Maschinen auch als Instrument spielen können und nicht nur eine Loop abfeuern oder festgebaute Tracks abzuspielen, sondern ich möchte, wie wenn ich Gitarre spiele, einfach Zugriff auf so viele Möglichkeiten haben, wie es denn nur geht. Und dann merkst du einfach, du sitzt zu Hause und machst irgendwas und es ist geil. Und dann noch ein Schlagzeug dazu, dann ist es halt richtig geil. Also dann lebt das Ganze, dann wird es einfach organisch. Das finde ich aber interessant, weil du hättest ja auch einfach mehr Spur aufnehmen können, ganz normal die üblichen Instrumente und nicht ins Elektronische gehen. Ja, aber du kommst dann halt von eins zu eins. Du kommst von einem zum anderen und meine, die Liebe zur elektronischen Musik ist ja auch immer, obwohl ich ursprünglich mal so vom Punk und so ein bisschen komme, aber wir sind ja durch die Zeiten gegangen, wo Hausmusik und Techno und sowas
dich trotzdem geprägt hat. Ne? Ja. Und irgendwann kommst du drauf. Und Patrick, wie bist du dann dazu gekommen? Du meinst jetzt zur elektronischen Musik als solches? Als solches und zu Pedro Helsinki, weil das hörte sich ja schon so an, als ob der Pete damit angefangen hätte. Ja, hat er auch zuerst allein und tatsächlich hat es mich dann auch ziemlich gejuckt, weil das was war, was ich schon lange machen wollte. Ich habe auch so mich eine Zeit lang gerne in Clubs rumgedrückt und habe da schon immer eine Affinität auch zur elektronischen Musik und zu elektronischen Sounds. Und ja, ich habe im Grunde genommen so lange gebangst, bis er dann mit seiner Maschine bei mir im Raum vorbeikam. Und dann hat es eigentlich ab der ersten Sekunde, okay, nicht ab der ersten Sekunde geflutscht, weil da bin ich hier wieder beim Stichwort Tightness. Also wenn du halt so ja aus einer Rock, Blues, Jazz-Ecke kommst, wo du Timing auch anders formst. Und das fand ich dann für mich aber auch wiederum sehr, sehr spannend. Also wie kann ich jetzt das Schlagzeug passend dazu spielen, dass es organisch passt? Welche Sounds brauche ich zum Beispiel auch? Also das, ja, so das Schlagzeug-Sounddesign an sich ist dann auch ein anderes. Da passiert dann auch viel so, ja, Krimskrams. Da kann dann auch mal so eine Herdplattenabdeckung auf dem Tom liegen, weil das so einen ganz bestimmten Sound macht. Weil das ist dann so ein bisschen so ein Anspruch, den ich habe, oder vielleicht auch ein Fimmel. Ich könnte mir jetzt natürlich irgendwelche Pads hinstellen und auf denen trommeln. Ich finde es aber viel spannender, auch einfach auszuprobieren, wie kriege ich mit rein akustischen Mitteln das Schlagzeug-Sound-Design stimmig insgesamt hin. Manchmal funktioniert das ganz klassisch mit Bass-Trommel, Snare, Hi-Hat. Das funktioniert einfach über den Groove. Ja, und es macht aber, auch das ist so ein Punkt, der wahnsinnig viel Spaß macht, da so an Sounds rumzulaborieren. Wie sieht das dann live aus? Wie kann ich mir Pedro Helsinki live vorstellen? Das sieht total gut aus, auf jeden Fall. Das sehe ich ja schon hier bei euch auf YouTube, dass ihr gut aussieht auf der Bühne. Das ist schon klar, hauptsächlich, weil DJ-Sets fast immer im Dunkeln stattfinden. Das ist ja das, was mich bei Panorama immer so genervt hat, dass man die nie gesehen hat, weil es immer dunkel war. In so einer DJ-Booth, da ist halt Licht für das DJ-Pult und das war's. Aber vom Setup her? Im Grunde genommen, ja, deine Kiste. Also es ist schon so, sieht ein bisschen DJ-mäßig eigentlich aus, beim Pete zumindest. Ohne Plattenspieler. Ohne Plattenspieler, dafür mit vielen Knöpfen und einem Rechner. Am Schlagzeug hängt noch ganz viel Klipper- und Klapperzeug und Schüttelkram irgendwie mit rum. Also so ein bisschen Platz brauchen wir tatsächlich schon. Wir haben jetzt auch im Februar in einem kleinen Theater in Ansbach gespielt. Jetzt seit einer Weile endlich mal wieder vor Leuten. Es war toll, mal wieder rauszugehen. Da hatten wir dann für uns auch noch irgendwie so den Gedanken, Mensch, Visuals wären ja eigentlich ganz cool. Ja. Haben da auch festgestellt, Mensch, das ist so ganz wunderbar, weil das ist auch nochmal so eine Ecke, an der wir uns so austoben können und unseren Spielraum zu zweit noch weiter ausbrechen oder ausbauen können, viel mehr. Ja. Und ich glaube, ich weiß. Okay. Und ich glaube, wie sieht es live aus? Ich glaube, es ist schon sexy. Ja, durchaus, weil was wir, auch wenn wir jetzt so auf elektronisch umgestalten haben, ich glaube so ein bisschen unser Rock'n'Roll-Attitude, das haben wir uns schon trotzdem, glaube ich, noch so ein bisschen beibehalten, weil wir da einfach herkommen. Also ich glaube, das kann den Leuten durchaus, auch wenn das jetzt so zwei,
zwei statische Punkte sind mit einem Schlagzeug, das da feststeht und den ganzen elektronischen Maschinen, die da feststehen, sind wir dann, glaube ich, beide trotzdem so zappelig und in Bewegung, dass da trotzdem auch Bewegung rüberkommt und dass das, glaube ich, auch den Leuten live durchaus Spaß machen kann. Das nicht Schlagzeug nur zu tanzen, sondern uns auch mal zuzuschauen. Ja, also ich glaube, Schlagzeug ist ja schon das so mit das dynamischste Instrument, wenn du dahinter dran rumhampelst. Wir wollen noch ein bisschen ausnörden, das ausnutzen, dass Lisa nicht da ist und euch nach Lyrics fragt, die sowieso nicht vorhanden sind. Pete, was sind deine drei Lieblingselektronischen Geräte, die du spielst? Boah, schwierig. Drei habe ich. Na, dann würde ich sagen, die Digitakt von Electron ist ein Sampler, der sehr, sehr witzige Sachen machen kann. Crave ist ein kleiner Synth von Behringer, der macht einen sehr bösen, also ich nutze ihn nur als bösen Bass-Sound, macht auch so Acid. Daran ist schön, dass man die direkt tweaken kann. Also du kannst direkt die Sounds quasi manipulieren und formen. Und ja, dann würde ich sagen, der Laptop gehört dann einfach dazu. Also die Software auch, die drauf läuft, Ableton und die Maschine ist, waren jetzt vier, ich weiß aber. Ich kann eigentlich auf nichts verzichten. Wir wissen jetzt, dass also vom Schlagzeug 50, also dass das von Pedro Helsinki 50% auf jeden Fall live eingespielt werden. Das ist kompletter Schlagzeug. Wie sieht es auf der elektronischen Seite bei dir aus? Wie viel ist improvisiert bei den Live-Sets im Vergleich zu dem, was aus Ableton kommt? Oh, ich würde sagen, vielleicht, was kommt denn? Also die Basics, 20-30% vielleicht. Also nur die Grundbassläufe, ein paar Beats, die vielleicht genau für den Track passen. Und die Samples, die sind vorbereitet natürlich, aber wir spielen es halt live ein. Also es ändert sich alles immer wieder aufs Neue. Ich denke, 20% sind immer gleich. 80% ändern sich immer. Also, weil du eben auch die Nutzer eben angesprochen hast. Ne? Das heißt, dass insgesamt ein Live-Auftritt von Pedro Helsinki 90% improvisiert ist und 10% vorproduziert ist. Was so eigentlich, kann man es eigentlich, oder? So könnte man es schon. Das ist eine sehr coole Sache, es live zu sehen. Auch das Video kommt. Ihr habt ein Video aufgenommen in der Musikzentrale im Rahmen von, wie heißt es nochmal genau, dieses Projekt? Die Mutz-Sessions. Die Mutz-Sessions, eine Unterstützung der Musikzentrale für Bands. Während der Corona-Zeit ist das angelaufen, hat ein sehr, sehr positives Echo gefunden, dass das nochmal neu dazugekommen ist. Und es ist aus vielen, vielen Bands, seid ihr mit ausgesucht worden als Pedro Helsinki, dass ihr mit dabei seid. Das ist, schaut da mal rein, wenn das dann rauskommt. Pedro Helsinki ganz leicht zu finden, natürlich auch auf Instagram und auf Facebook, auf Bandcamp seid ihr auch? Oder wo bekommen wir eure Musik? Oder lieber Bandcamp hin? Nicht. Wo bekommt ihr euer Geld her? Das Soundcloud. Soundcloud, alles klar. Soundcloud kann man noch hören, ja. Pedro kann man Helsinki. Noch kostenlos hören. Ja. Ja. Pedro Helsinki einfach suchen, da finden, mit dabei bleiben. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, wenn wieder was rauskommt. Meldet euch bei uns, bei den lokalen Leidenschaften, dass wir eure Musik spielen können und dürfen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt für uns. Ja, danke für die Einladung. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Und darf ich noch einen letzten Hinweis mit in den Äther jagen? Ja, absolut. Am 30.04. sind wir wieder in der Weinerei in Nürnberg zu Gast. Also für die wir jetzt vielleicht so ein bisschen anteasern konnten mit der Frage, wie sieht es live aus? Funktioniert dieses 15%, 85% tatsächlich so, wie die Jungs behaupten? Da kann man sich das mal angucken. Genau, schaut vorbei. Und wir verkacken es oder auch nicht. Genau. Tanz in den Mai mit Pedro Helsinki. Genau. Ja, genau. Ich muss auch die Standardabsagen machen für alle Leute da draußen. Diese Sendung wird wiederholt morgen um 13 Uhr auf www.radio-z.net und auf DAB+. Außerdem steht sie ab ca. 22 Uhr in der Radio Z Mediathek zur Verfügung. www.radio-z.net. Links oben in der Ecke ist die Radio Z Mediathek. Dort auf lokale Leidenschaften klicken. Oder wenn lokale Leidenschaften dort nicht mehr steht, auf weitere Sendungen klicken und dann lokale Leidenschaften. Und wenn ihr diese Sendung noch eine Woche lang
in der Mediathek mit Musik nachhören. Wir sind natürlich auch auf YouTube. Wir sind nämlich weiterhin auf Zoom. Dieses Interview ist garantiert gekürzt über den Äther gegangen. Das heißt, in voller Länge gibt es das auf YouTube. Einfach lokale Leidenschaften suchen, Corona-Skype-Interviews. Es ist die Nummer 93 oder 94 dann dort. Ganz leicht zu finden, steht ganz oben auf der Playlist. Viel Spaß da. Die nächste Sendung der lokalen Leidenschaften ist morgen. Würde ich sagen, habe ich mich aber versprochen, ist am Montag um 20 Uhr Songs für einen Frühling 2022, Volume 2, unter anderem mit Pedro Helsinki, mit It Goes X, die auch heute in der Sendung waren, und noch ganz, ganz vielen anderen neuen Songs dabei. Viel Spaß wünsche ich euch. Und nach uns kommen jetzt die Radio Gays. Die nächste Sendung der lokalen Leidenschaften am Donnerstag ist dann nächste Woche dann mit dabei. Höchstwahrscheinlich Skull-Sized Kingdoms und entweder Leiden oder Mirar, das wissen wir noch nicht ganz genau. Skull-Sized Kingdoms, kannst du dann Grüße sagen? Machen wir. Wunderbar. Das macht Lisa, das ist die Zeichnung, das nämlich am Donnerstagabend auch, während diese Sendung läuft. 30.4. Weinerei, Pedro Helsinki. Wir gehen raus mit einem Song, den wir ganz deutlich abkürzen müssen. Der heißt B-Kafer von Pedro Helsinki. Damit verabschieden wir uns. Viel Spaß bei den Radio Gays. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke.